Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Solarmodulen und packen die erstmal aus. Wie ihr sehen könnt, die Pakete sind relativ groß und sie sind extrem schwer. Ein Solarmodul wiegt ungefähr 20 Kilogramm. Also besser ist, wenn ihr euch jemanden ranholt, der euch beim Aufbau unterstützen kann. So, wir packen das mal aus und das schön vorsichtig. Wenn ihr irgendwas aufschneidet und vorne oder hinten was beschädigt, dann könnte das entweder Leistungseinbußen haben oder im schlimmsten Fall geht richtig was kaputt. Also schön vorsichtig auspacken. Ich glaube, ich muss nicht extra erwähnen, dass es besser wäre, nicht darauf zu treten. Also immer die Füße schön an der Seite lassen. So Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben es aufgemacht und so sieht das aus. Und ihr könnt euch vorstellen, so soll es nicht aussehen. Man kann ziemlich gut erkennen, dass beim Transport scheinbar da was eingeschlagen ist und das komplette Glas einmal gebrochen ist. Kann man nicht viel machen, außer es wieder reklamieren. Also da ist was bei der Spedition verkehrt gelaufen. Den Vorfall können wir nämlich einmal nutzen, um kurz zu erklären, wie sich so ein Solarmodul zusammensetzt. Ein Solarmodul hat meistens drei Schichten und einen Rahmen an der Seite. Der Rahmen ist meistens aus Aluminium oder einem anderen Metall. Oben ist eine Glasplatte. Als zweite Schicht kommen dann die eigentlichen Solarzellen. Und auf der Rückseite gibt es dann entweder eine Folie oder eine weitere Glasplatte. Hier sieht man jetzt die Rückseite. Die ganze weiße Fläche ist eine Schutzfolie und die darf keine Risse haben. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr es auspackt und jetzt zum Beispiel das Kabel hier festgeklebt ist, sorgfältig abziehen, sodass keine Risse in dieser weißen Schutzfolie entstehen können. Daran erkennt ihr auch oft billige Verarbeitung, wenn ihr da was abzieht oder ein Stück Karton manchmal dran kleben bleibt und dann das ganze Zeugs abgeht. Falls das der Fall ist, sofort reklamieren, gar nicht erst benutzen. So, zweiter Versuch. Schauen wir mal, ob das ganz geblieben ist. Ja Leute, so sollte ein Solarmodul aussehen, mit einer schönen, glatten Glasoberfläche. Es gibt generell so zwei Designarten bei PV-Modulen. Die Solarzellen sind hier auf so einem schwarzen Untergrund. Es gibt aber auch noch die Varianten mit einem helleren Untergrund. Die schwarzen Solarmodule sind meistens ein bisschen schwächer, was den Wirkungsgrad angeht. Da sind die helleren besser. Man kann es kompensieren, muss es aber dann auch bezahlen. Also oft ist es da ja dann so, wenn ein schwarzes Solarmodul denselben Wirkungsgrad haben soll wie ein helleres, dass die dann auch ein Ticken teurer sind. So ein PV-Modul wiegt ungefähr 20 Kilogramm. Es ist also relativ schwer. Daher holt euch lieber noch einen Partner dazu, mit dem ihr das gemeinsam aufbauen könnt. Ansonsten von den Abmessungen seht ihr ja, es ist auch relativ breit. Im Durchschnitt sind sie so 1 Meter mal 1,50 Meter. So, nachdem wir die Solarmodule ausgepackt haben, kommt nun das zweite wichtige Teil für ein Balkonkraftwerk. Das ist der Wechselrichter. Der ist hier drin. Der Wechselrichter macht nichts anderes als den Strom, der produziert wird, das ist nämlich Gleichstrom, umzuwandeln in Wechselstrom, den wir im Hausnetz benutzen können. Das eine Ende hier gehört dann zu dem Verlängerungskabel für die Steckdose. Hier seht ihr dann die MC4-Stecker, einmal links, einmal rechts, jeweils für ein Solarmodul, beziehungsweise könnt ihr auch mehrere in Reihe schalten. Bei manchen Wechselrichtern befindet sich hier auch nochmal ein weiterer Stecker. Der ist dazu da, um einen weiteren Wechselrichter anzuschließen, falls ihr größere Kraftwerke benötigt. Die gängigen Balkonkraftwerke brauchen das aber nicht. Da reicht ein Wechselrichter für zwei Solarmodule. Und hier dieser kleine Knubbel, den ihr seht, das ist eine WLAN-Antenne. Damit könnt ihr den Wechselrichter mit eurem Heimnetzwerk verbinden und dann über eine App eure Verbräuche checken. Natürlich ganz wichtig, das Verbindungskabel vom Wechselrichter in die Steckdose. Hier am Ende seht ihr schon den klassischen Schuko-Stecker, den ihr einfach in eine normale Steckdose packen könnt. Es gibt aber auch Varianten mit einem sogenannten WLAN-Stecker. Ist an sich dasselbe Prinzip, bloß ein WLAN-Stecker gilt als ein bisschen sicherer. Ihr benötigt dann aber dafür eine extra Steckdose, die euch ein Elektriker installieren muss. Die andere Seite kommt dann einfach in den Wechselrichter hinein. Und wie ihr schon sehen könnt, das ist relativ lang. Da müsst ihr aber bei der Bestellung immer Acht geben,
Da könnt ihr nämlich meistens angeben, ob ihr 5 Meter, 10 Meter oder was auch immer benötigt. Und da der Wechselrichter fast immer direkt bei den Modulen stehen bleiben muss, solltet ihr die Strecke auch wirklich gut kalkulieren. Als letztes brauchen wir natürlich noch eine Halterung, wo wir das PV-Modul und den Wechselrichter ranklemmen können. Diese Halterung gibt es meistens in zwei verschiedenen Varianten. Entweder für ein Balkongeländer, wo man es meistens drüber hängen kann, oder zum Freistellen, wie wir es jetzt hier haben, um es entweder in den Garten zu packen oder hier auf eine Dachterrasse oder auf Flachdächern. Und genau, das packen wir jetzt mal aus. Wie ihr sehen könnt, sehr viele Kleinteile. Jedes Gestell lässt sich irgendwie anders zusammenbauen. Schaut daher in eure Anleitung, wie das bei euch geht. So, wir haben das PV-Modul jetzt aufgeständert. Wie ihr sehen könnt, relativ flach liegt es. Hier kommen dann normalerweise noch Steine rauf oder die Gehwegplatten, um die ganze Sache zu beschweren, weil hier kann natürlich auch ein bisschen sich Wind verfangen und das Ding dann wegreißen. Aber an sich steht das. Kurz zu dem Winkel noch. Ihr seht, der Winkel ist relativ flach, das müssten vielleicht so 20 Grad sein. Man sagt, dass so die beste Ausbeute so zwischen 20 und 30 Grad liegen. Kann man natürlich nur machen, wenn man das auf eine flache Stelle legen kann. Wenn es am Geländer hängt, da sind maximal 45 Grad dann möglich. Aber selbst wenn das Ding auch nur senkrecht steht, also 90 Grad, habt ihr immer noch eine Stromproduktion, die natürlich nicht so effizient ist, wie wenn es so angewinkelt ist. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Solarmodule mit dem Wechselrichter verbinden. Das ist super easy. Dann am Solarmodul habt ihr zwei Kabel. Ja? Und ihr seht auch schon, die haben jeweils einen Plus- und einen Minusanschluss. Das heißt, ihr könnt da jetzt nicht auch versehentlich was falsch anschließen, sondern das, was zusammenpasst, passt zusammen. Diese beiden Kabel müsst ihr dann bloß beim Wechselrichter in die Gegenstücke reinpacken. Das mache ich mal hier. Die steckt ihr zusammen und ganz wichtig, ihr müsst die fest zudrücken, bis es einen Klack gibt. Weil erst dann ist der Anschluss wasserdicht. Und da die Module draußen stehen, kann es natürlich vorkommen, dass sie nass werden. Und deswegen wirklich darauf achten, dass dieses Klackgeräusch kommt. Dann haben wir ja noch das Ende für den Stromanschluss und das Verlängerungskabel mit dem Schuko-Stecker am Ende. Gleiches Prinzip. Einfach beide Teile ineinander stecken, bis es ein Klackgeräusch gibt. Zack. Ganz zum Schluss müsst ihr dann nur noch den Schuko-Stecker in die Steckdose stecken und das System sollte dann laufen. So, damit habt ihr gesehen, wie man Balkonkraftwerk aufbaut. Ansonsten würden wir uns über ein Abo freuen, über ein Like und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.